Ja, hi. Heute will ich euch erklären, wie ihr euren Puls auf euren S5 messen könnt. Also auf euren Samsung Galaxy S5 messen könnt. Und zwar als erstes geht ihr in das Menü rein. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel auf der ersten Seite Peer Smart Remote. Nee, das nicht, das ist das Falsche. Das ist die Fernbedienung für den Fernseher. Ihr geht auf S-Hörte. Und hier oben steht schon mein Name. Da legt man sich dann ein Profil hin. Und ich habe das neu gestartet. Und jetzt gehe ich auf Puls messen. Dann zeigt es hier an, wie es alles funktioniert. Und zwar legt ihr euren Finger auf den Pulssensor, und wenn er drauf liegt, müsst ihr mal nachgucken, dann wird euer Finger sozusagen rot. Und das ist nur sozusagen eine kleine LED, die gleichzeitig mit eingebaut ist. Jetzt wartet ihr, lasst ihn so lange drauf, bis fertig ist. Es dauert vielleicht so circa 1-2 Minuten, und ja. Und man sollte immer ruhig und leise bleiben. 40, 60, 80, 100. Hier seht ihr dann das Ergebnis. Dann könnt ihr auf Speichern drücken. Dann habt ihr es gespeichert. Wenn ihr jetzt zurückgeht, drückt ihr hier drauf. Dann könnt ihr eure Pulsdaten sehen. Dann gibt es auch hier Stress, wenn ihr hier drauf drückt, geht auf Messen, macht einfach dasselbe nochmal. Und ich lasse jetzt mal nicht bis zum Ende laufen, und zwar, da könnt ihr halt euren Stresspuls messen, und wenn ihr aber jetzt joggen geht, spazieren geht, etc. pp., drückt ihr hier drauf. Und geht auf Starten. Bei mir, wenn ich vorhin draußen joggen, habe ich geguckt und bei mir ging es alles automatisch. Wenn ich jetzt mal hier ein paar Meter laufe, Vorführeffekt, gehe ich hier auf Schritte. Und auf Starten. Dann kann ich jetzt zum Beispiel in meiner eigenen Wohnung rumlaufen. Und es braucht halt GPS-Signal. Jetzt kann ich loslaufen. Wärmen Sie sich für 5 Minuten auf. Workout angehalten. Wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke. Ich drehe mich gerade eigentlich nur im Kreis. Workout angehalten. Workout angehalten.